Jeden Sommer komme ich zweimal durch Husum, auf dem Hinweg nach Amrum und auf der Rückfahrt. Wenn der Zug dann über die Hafenbrücke poltert, ist immer die Frage, schaue ich zum Meer, liegt da vielleicht ein Seeschiff oder werfe ich einen Blick auf die wunderbare Hauskulisse Richtung Stadt? In diesem Jahr hatte ich gehofft, endlich mal aussteigen zu können. Dann stände ich jetzt vor Ihnen. Das wäre schon schöner. Wegen des Virus müssen wir uns jetzt mit digitaler Präsenz begnügen. Aber ich glaube, meine Botschaft ist trotzdem spannend. Im Moment kreist in der Schule zwar vieles um Hygiene und Infektionsschutz, aber was die jüngere Forschung über Geheimnisse und Fallstricke unseres Berufs herausgefunden hat, das dürfte Sie auf Dauer schon interessieren. Ihre Aufmerksamkeit wird ja vielleicht auch durch ein Büchlein von mir belohnt. Notieren Sie sich dafür bitte nur den Zeitpunkt, an dem in diesem Video die Worte vom Sockel stoßen fallen. Vom Sockel stoßen. Wenn man heute Junglehrer nach ihren Vorlieben befragt, schwärmen sie gerne von Unterrichtsmethoden, die zwar modern klingen, aus Forschersicht aber wirkungsarm sind. Das ist in der Pädagogik ein verbreitetes Problem. Klingt gut versus wirkt gut. Und daran reibt man sich dann als Lehrkraft vielleicht jahrelang auf. Dabei ließe sich das Unterrichten tatsächlich oft erleichtern, viel ergiebiger gestalten. Und man muss dafür nicht erst das Bildungssystem komplett umkrempeln. Also, die neuere Forschung sollte man kennen und, Achtung Schleichwerbung, ich weiß, was davon im Alltag wie funktioniert, könnte es quasi vormachen. Zum Beispiel in diesen beliebten Mittelstufenklassen mit Pubertierenden. Okay, denken Sie jetzt vielleicht, aber jeder hat doch so seinen Stil. Man hat halt ein Händchen fürs Unterrichten und für Kinder oder nicht. Was soll einem die Wissenschaft da groß weiterhelfen? Nur ein Halbtreffer. Ja, der persönliche Stil ist extrem wichtig, aber es gibt auch Basics, Grundgarantien quasi, die sollte man kennen, man kann sie nämlich lernen. Diese Basics, also was im Unterricht definitiv besser wirkt und was schlechter, die sind noch nicht allzu lange erforscht und Deutschland ist da komischerweise ein besonderer Spätzünder. Als Meilenstein gilt heute eine XXL-Metastudie namens Visible Learning. Der Neuseeländer John Hattie hat einfach mal alles gesammelt, was sich an Studien darüber finden ließ, was die Schulleistungen in Muttersprache und Mathe beeinflusst, 20 Jahre lang. Sein Fazit ist verblüffend. Gute Leistungen bei den Schülern und hohe Zufriedenheit bei den Lehrern findet man vor allem dann, wenn der Lehrer seine Lerngruppe im Griff hat. Stichwort Klassenführung. Wenn die Schüler intensiv geistig aktiv sind, Stichwort kognitive Aktivierung. Wenn die Lehrperson ein ermutigendes Lernklima schafft. Und wenn sie mit den Schülern und Schülerinnen feinfühlig in Beziehung ist und wechselseitig intensives Feedback pflegt. Mehr dazu in Video 2. Und ich füge hinzu, wenn Lehrkräfte etwaige Lernprobleme oder Verhaltensauffälligkeiten der Schüler treffend einordnen und deuten können. Mehr nicht. Das ist es, was wirksamen Unterricht ausmacht. Der Rest ist fast egal. Diese Botschaft von Hattie ist nicht irgendeine kurzlebige Neuigkeit. Sie ist breitest abgesichert. Immerhin beruht sie auf der derzeit größten Datenbasis zu Unterrichtseffekten weltweit, über 80.000 Studien, Millionen von Schülern. In manchen Ländern hat diese Megastudie ein bisschen für Aufruhr gesorgt, denn Hattie's Befunde machen Schluss mit falschem Dogmatismus in Schulfragen. Manches, was sich bisher vielleicht gut anhörte, hat sich unterm Strich einfach als überschätzt erwiesen. Zum Beispiel offenes Lernen, freie Arbeit. Das hört sich ja erstmal toll an, unbelastet, selbstbestimmt. Dabei lernen Schüler in kleinteilig gelenktem Unterricht der Forschung zufolge viel besser, gerade schwächere Lerner oder sprachlich Benachteiligte. Oder der Bereich Technology. Da wird gerne von ganz neuen Lerndimensionen geschwärmt. Aber Hattie hat das gründlich untersucht und musste feststellen, durch IT im Unterricht werden kaum bessere Leistungen erzielt. Dagegen direkte Instruktion, wo man vielleicht spontan an Militärparade denken mag, an verängstigte Schüler, monotonen Frontalunterricht, was als längst überholt klingt. In Wirklichkeit
bedeutet Direct Teaching, abwechslungsreicher, beziehungsaktiver Unterricht mit der ganzen Klasse. Und sowas ist laut Hetty hochwirksam, effektiver als jede Gruppenarbeit, als Freiarbeit übrigens allemal. Mehr dazu in Video 3. Tja, es gibt so einen tollen Spruch aus der Aufklärung, also 18. Jahrhundert, von dem Philosophen Diderot, der trifft diese Lage ganz gut. Fortschritt heißt auch, falsche Ideen vom Sockel stoßen und zu Unrecht gestürzte wieder draufstellen. In unseren Zeiten hat das ein früherer Chef der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markel, mal so ähnlich gesagt. Fortschritt ergibt sich auch durch die Korrektur von Irrtümern und seien es die Innovationen von gestern. Heißt, nochmal konkret, der wirksame Lehrer, die wirksame Lehrerin ist nicht abwartend, überfordert nicht durch zu frühe oder zu viel Eigenverantwortlichkeit und Selbststeuerung, sondern ist permanent aktivierend, sensibel lenkend, durchaus dominant. Er oder sie bildet quasi das Zentrum des Geschehens, ist aber umgekehrt total auf die Abläufe bei den Schülern und den Dialog mit ihnen fokussiert. Wenn ich an einem pädagogischen Tag diese Forschungsbefunde, eine Art Lob der Unterrichtslenkung, mit dem Lehrerkollegium aus Praktikersicht genauer erarbeite, dann sind die vor allem erleichtert. Es war doch nicht alles bisherige falsch, sie müssen doch nicht alles anders machen. Geht es Ihnen nach diesem Basic-Clip vielleicht ähnlich? Das heißt keineswegs, dass jeder immer schon alles richtig gemacht hat, dass man nicht vieles ausbauen könnte und müsste. Die Tücke liegt nämlich im Detail. Haben Sie Fragen zu diesem Video? Am besten melden Sie sich gleich zur Videokonferenz am 28.09. an. In den beiden anderen Videos gehen wir weiter in die Tiefe. Da gibt es jede Menge überraschende Feinheiten. Sie können natürlich zwischendurch auch auf meiner Website stöbern, elternlehrerfragen.de. Dort finden Sie auch Hinweise auf Bücher, falls Sie gerne was von mir lesen wollen. Also dann, bis gleich in Video 2 und 3.